Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir testen heute zum ersten Mal einen Vesuv-Tabak für euch. Als erstes geht es da um den Sorriso. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Sorriso von Vesuv. Wie gesagt, der erste Vesuv-Tabak, den wir auf dem Channel testen. Wir haben drei Dosen da, die anderen kommen also auch noch, seid ihr auf jeden Fall gespannt. Ja, Sorriso, was soll das Ganze sein? Es handelt sich um einen Zitrone-, Limette- und Minze-Tabak. Er kommt in einer sehr, sehr schönen Dose, blenden wir euch gerade nochmal eine Aufnahme von ein. Die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und es ist mal nicht so eine Standarddose, nicht diese normale schwarze Dose, wie sie im Moment fast jede Tabakmarke hat. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, lässt sich allerdings nicht so geil stapeln. Zum Aufbewahren ist es aber auf jeden Fall top. Als erstes blenden wir euch mal den Kopfbau ein, da seht ihr schon Schnitt und Feuchtigkeit. Der Tabak ist angenehm feucht, aber definitiv nicht zu feucht, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Schnitt ist mittel bis fein, lässt sich auf jeden Fall sehr angenehm bauen. Er hatte ein paar Ästchen, aber, und da gehen wir auch direkt mal aufs Rauchverhalten über, er lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen und die Ästchen stören da auf jeden Fall nicht. Die Frage wäre, wäre es vielleicht nicht noch ein bisschen besser, wenn die Ästchen nicht am Start wären. Aber, wie gesagt, lässt sich auf jeden Fall sehr angenehm rauchen. Ich rauche jetzt auch mal, dann seht ihr bei mir schon die Rauchentwicklung und der Warren kommt zum Geruch. Das allererste, was man rausriecht, ist wirklich so eine frisch aufgeschnittene Zitrone und auch Limette. Also ihr habt auf jeden Fall diese geile säuerliche Note am Start. Die kommt auch wirklich gut authentisch rüber, also es ist definitiv nicht künstlich. Minze, also dass man so eine kühlende, ja, nicht wirklich beißende Frische hat, merke ich jetzt persönlich nicht. Also wirklich die Minze ist meiner Meinung nach in dem Tabak eher so im Hintergrund. Da ist die Säuer, diese Säuerlichkeit von den zwei Zitrusfrüchten doch eigentlich eher präsenter und ist aber auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Also es ist nicht so beißend oder so. Es ist schon sehr authentisch meiner Meinung nach. Also ich finde, überwiegend tut auf jeden Fall die Zitrone, aber die Limette steht jetzt auch nicht so krass im Hintergrund. Also ich, wenn ich das so prozentual ausdrücken müsste, würde ich sagen, es sind so 60% Zitrone, 40% Limette. Von der Minze rieche ich auf jeden Fall erstmal nichts per se. Es ist eher so eine sehr frische Zitrone und eine sehr frische Limette. Aber jetzt nicht so, als dass ich sagen würde, ja, da sind auf jeden Fall noch 15% Minze drin. Er riecht ziemlich lecker. Er hat irgendwie so eine komische Note dabei, die ich nicht ganz beschreiben kann, beziehungsweise wenn ich es versuchen würde, würde ich sagen, es riecht so ein bisschen nach Saunaaufguss. Das klingt erstmal total negativ, sollte aber eigentlich gar nicht sein, aber er hat so eine gewisse Note eben dabei, die ich nicht anders beschreiben kann, als geht so leicht in Richtung Saunaaufguss, ist es aber nicht wirklich, also auf jeden Fall nicht das Negative, was man so mit einem Saunaaufguss bei einem Shisha-Tabakgeruch verbinden würde. Geschmacklich, und dann mache ich auch direkt weiter, sieht das sehr, sehr ähnlich aus, aber alles ein bisschen abgeschwächt. Das ist nicht ganz so intensiv wie im Geruch, finde ich. Es schmeckt immer noch am meisten nach Zitrone, danach eine sehr, sehr leckere Limette. Ihr habt eine schöne Säure, was man halt auch bei so zwei Zitrusfrüchten auf jeden Fall erwarten würde. Finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Eine wirkliche Minze, also Richtung Pfefferminze, Nana-Minze, schmecke ich da definitiv nicht raus, aber es ist ein sehr schön angenehmer, frischer Tabak und gefällt mir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Ja, von mir zum Geschmack kann ich dir gleich mal ein bisschen widersprechen, weil die Minze doch eigentlich eher im Hintergrund ist, aber sie ist trotzdem da. Also wenn man gerade so einzieht, hat man wirklich so eine kühlende Frische im Rachen, was ich ziemlich geil finde. Also es ist nicht so dieses typische Minze, die ihr sonst aus anderen Sorten kennt, die euch quasi umhaut. Das ist eher so eine mitschwingende Beifrische, die mir aber ziemlich gut gefällt. Finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener Tabak. Also definitiv Hut ab. Ich habe am Anfang hatte ich so die ersten zwei Köpfchen. Da hat der mir noch gar nicht so zugetan. Aber mittlerweile so, muss ich wirklich sagen, Hammer-Tabak. Hammergeil, ist auf jeden Fall unheimlich lecker. Und auch diese Zitronen-Limettennote im Tabak, die schmeckt einfach weiterhin sehr gut, aber doch nicht so intensiv, wie es beim Geruch der Fall gewesen wäre, wenn man das wirklich 1:1 umsetzen würde. Muss aber auch sagen, es ist vielleicht ganz gut, weil ich glaube, irgendwann wäre es dann doch so eine Überlastung gewesen, ja,
dann würde man sagen so, boah, viel zu viel Minze, viel zu viel Zitrone, viel zu viel Limette. Gut, vielleicht viel zu viel Minze, das ist immer so eine Frage, wie man es lieber mag. Weil ich meine, es gibt einige Leute, die sagen, ja gut, ich packe da jetzt nochmal Cold Death rein oder sonst was. Ich glaube, das ist auch mein Problem. Ich bin nämlich so ein Typ, ich packe an fast jeden Tabak, wo angeblich schon Minze drin ist, noch ordentlich Cold Death bei, weil ich einfach diese krasse Frische total liebe. Was vielleicht jetzt auch der Grund ist, warum ich sage so, Minze? Wo? Ja. Und du sagst, nee, doch, also ich schmecke da schon noch eine Minze raus. Aber ich finde sie sehr dezent auf jeden Fall. Ja, also sie ist auf jeden Fall dezenter. Also sie ist auf jeden Fall nicht so krass, wie man es erwartet hätte, wenn da eigentlich Minze drinne sein soll. Weil dann müsst, also wenn man schon extra sagt, da ist Minze drinne, erwartet man ein gewisses Paket. Jedenfalls erwarten wir das gewisse Paket. Die ist auf jeden Fall nicht so krass am Start. Muss aber trotzdem sagen, dass das Gesamtpaket sehr gut zusammenpasst. Und deshalb von mir auch wirklich eigentlich gerne die 10 Sterne, wobei ich dann wieder sagen muss, dann müsste es ein bisschen intensiver sein und deshalb gebe ich ihm die 9,5 Sterne. Was von den beiden, wenn du dich entscheiden musst? Ich würde tatsächlich sagen die 9, weil meiner Meinung nach könnte doch mehr Minze am Start sein, weil ich es selber lieber frischer mag und deswegen, ja, 9 Sterne. Okay. Ja, also wie gesagt, das mit der Minze ist für mich auch so ein kleines Problemchen, wobei man das ja ganz einfach beheben kann, indem man sich noch irgendwie grüner Marokkaner von Nameless oder Cold Death oder welche Minze auch immer ihr bevorzugt, einfach noch dazu packt und dann habt ihr genau die Intensität, wie ihr das eben möchtet. Von daher das auf jeden Fall eher weniger ein Problem, das mit der Intensität. Ja, es ist ein bisschen weniger intensiv als im Geruch und es ist ein bisschen schade. Aber wie du schon gesagt hast, wenn der genauso schmecken würde, wie er riecht, wäre es vielleicht auch ein bisschen zu krass. Gerade bei so zwei sauren, frischen Früchten wäre das vielleicht wirklich ein bisschen viel. Aber ich würde mich bei den 9 Sternen auf jeden Fall anschließen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin sehr positiv überrascht von Vesuv. War auch ein sehr, sehr netter Kontakt mit den Leuten zu schreiben. Auch nochmal vielen Dank, dass ihr uns den Tabak zur Verfügung gestellt habt, dass wir ihn testen dürfen. Leute, ihr wisst, wir bleiben trotzdem immer objektiv. Das werdet ihr spätestens bei dem Auguri merken. Der Wassermelone ist nämlich nicht unser Fall. Aber da kommen wir dann in dem Review nochmal gesondert drauf zu. Aber ich finde die Verpackung schön. Ich finde, der Tabak sieht sehr, sehr gut aus. Er lässt sich extrem angenehm rauchen. Er raucht auch sehr, sehr gut. Und er schmeckt auch sehr, sehr gut. Und deswegen hat er, glaube ich, die 9 Sterne verdient. Muss auch dazu sagen, er hat einen Ticken zu viel Molasse. Also, findest du? Ja, weil wir haben ja die Dose bekommen und dann haben wir einfach 100 Gramm jeweils, also nochmal 100 Gramm gesondert abgesippt. Und in dem Sippe habe ich dann teilweise gemerkt, dass quasi Molasse dann doch irgendwie zu viel war. Okay, weil also, das, was bei mir noch drin ist, ist eigentlich wirklich top. Ja, das war einfach so meine Erfahrung, die ich mit dem Sipper machen musste, dass einfach dann irgendwann die Molasse sich ein bisschen abgesondert hat vom Tabak selber. Okay, dass da also ein kleines bisschen überschüssig. Ja. Okay, gut, also eventuell noch ein kleines bisschen zu viel Molasse. Das, was ich jetzt noch in der Dose habe, also auf dem Boden sammelt sich auf jeden Fall keine Molasse, aber der Tabak ist trotzdem sehr, sehr angenehm feucht. Deswegen würde ich da auf jeden Fall jetzt schon mal keine Sterne abziehen. Aber eventuell könnte man da noch ein Auge drauf haben. Ja, 9 Sterne für den Tabak von der Shisha WG. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so sein sollte, Leute, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.